dadurch, dass ich hier auch noch Freunde und Familie habe, war das auch auf jeden Fall ein Punkt, warum ich mich hierfür entschieden habe. Ja, die Ziele werden wir bestimmt in den nächsten Wochen und Monaten noch genau besprechen. Aber ich denke mal, dass der Klassenerhalt auch das Ziel sein wird wieder. Ja, es ist halt immer schwer, das jetzt zu beschreiben oder kommt auch manchmal mit rüber. Aber ich würde sagen, auf dem Platz bin ich ein sehr robuster Typ, der aber auch eine gute Schnelligkeit mitbringt und Technik da auch noch sehr begabt ist, dafür, dass ich ein großer Spieler bin. Immer einen Schritt weiterzukommen. Ich glaube, egal wo man spielt und jeder Spieler sollte immer wieder versuchen, aufs Neue ans Limit zu kommen und das werde ich diesmal auch versuchen. In der letzten Saison zweimal jetzt hier gespielt gehabt. Ich muss sagen, die Fans sind auch dafür bekannt. Zumindest wenn du aus der Region kommst, weißt du, dass das sehr gute Fans sind. Und generell der Verein, muss man ja auch sagen, die ganze Geschichte, was die alles durchgemacht haben und jetzt hier stehen, ist auch nicht selbstverständlich. Und da muss man auch sagen, eine Achtung. Hallo MSV-Fans, wie ihr es ja mitbekommen habt, bin ich jetzt einer von euch, ein Zebra. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit euch und wie ich das schon in den vergangenen Jahren mitbekommen habe, seid ihr eine tolle Truppe, immer lautstark und immer für den Verein da. Und genau das will ich euch auch wiedergeben, mit Herz, Leidenschaft. Und ja, hoffe, dass ihr dann einige Erfolge haben und zusammen Party machen können.